Hallo, grüße euch. Es gibt noch manchmal öfters störende Momente. Und die sind alles andere als schön. Trotzdem, du drehst immer schneller. Du drehst und drehst und drehst. Du merkst aber auch, wie vieles noch, also ich merke es noch, dass ich jetzt, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich ja auch nicht weiß, ob euch das überhaupt betrifft. Aber offenkundig gibt es doch einige, die damit Schwierigkeiten haben. Sonst wäre nicht gleich wieder zwei, drei sofort wieder von mir weggegangen. Was heißt von mir weggegangen? Von mir weggegangen ist nicht so schlimm, aber dass sie das nicht ganz verstehen wollen, ist ein Problem. Es könnte sein, dass es immer noch ein paar Sachen gibt, die dich festhalten. Das merkst du auch. Du drehst schneller und auf einmal merkst du, dass dich etwas massiv festhält. Und es ist nicht zu leugnen, es ist das, mit dem wir früher vielleicht aufgewachsen sind, was wir früher für wahr gehalten haben. Das klebt an dir noch wie ein Magnet. Die bleiben da und die wollen das unbedingt aufhalten. Natürlich wollen sie das aufhalten. Unsere Systeme, so wie wir das gewohnt sind, brechen ja zusammen. Das tun die aber sowieso. Einfach deshalb, weil die Erde schneller dreht. Und das ist ja nun wirklich eine physikalische Tatsache. Also die Erdachse hat sich geneigt. Also mit anderen Worten, es werden jetzt massive Veränderungen stattfinden, die mit unserem Tun hier auf der Erde erst einmal sehr wenig zu tun haben. Sie haben was damit zu tun, ja. Es ist ein Fall von gleich und gleich gesellt sich gern. Aber wenn wir jetzt sagen, trotz und alledem, ich drehe schneller und dieses Problem nervt mich jetzt zwar gerade, und es gibt zwei Sachen, die mich im Augenblick unbedingt nerven. Und wo ich merke, ich kann mich nicht so frei bewegen, wie ich es gerne möchte. Und dann werde ich auch entsprechend wütend. Nur, manchmal kann es auch einen Zorn geben, der die Drehgeschwindigkeit anheizt. Aber mache dich nicht zur Schnecke, sondern schmeiß das mit aller Kraft raus, was dich jemals an irgendetwas gehindert hat. Es hat seinen Grund. Wenn jemand auch nicht so viel Geld hat, wenn jemand auch nicht in den Lebensverhältnissen ist, die er sich für sich eigentlich wünscht, das hängt nun mal mit unserer Geschwindigkeit, um uns selbst zu rotieren, zusammen. Es hängt nicht nur damit zusammen. Es ist maßgeblich. Aber wie? Natürlich ist das lustig, wenn man dann mal sagt, so Nikolaus, mir geht's gut, fein, mir geht's gut. Natürlich geht es mir gut. Ich bin das weiße Licht meines eigenen Daseins. Und das weißt du nicht des eigenen Daseins, das ist nicht einfach nur eine poetische Umschreibung von irgendwas, das weißt du nicht deines Daseins, bist du. Und deine Drehgeschwindigkeit dient dazu, dass das Licht auch wirklich sehr hell bleibt. Das haben wir lange, lange Zeit vergessen. In dem Moment, wo man doch manchmal sich dabei ertappt, dass man was lospoltert oder wütend über etwas ist, und das ist mir vor einer halben Stunde passiert, weiß ich trotzdem, und ich weiß es nicht nur, wenn es nötig ist, schreie ich das. Ich drehe hier aber schneller. Und darauf lege ich hier großen Wert, um meinen Namen eben nicht zu beschmutzen. Und alles, was ihn jemals beschwert hat, belastet hat, fliegt raus, wenn es sich nicht mit Klauen und Zähnen an dir festhält, was sie oft tun. Als ich gesagt habe, rufe immer deinen Namen an, tust du es deshalb, um deinen Namen wieder zu reinigen. Um dich davon wieder frei zu waschen. Es reicht eben nicht, dass man nur sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Schön wäre es ja, wenn das so einfach wäre. Wir hatten einen guten Anteil daran, dass wir so einen Mist hatten. Als ich gerade gesagt habe, sowohl die Goldmarie als auch die Pechmarie standen am selben Tor. Bei der einen fiel Gold über sie, wirft Gold und Silber über mich. Und bei dem anderen kam Pech, was nur an ihrer Drehgeschwindigkeit gelegen hat. Sie war ja, wie wir gehört haben, faul. Das wäre sie gar nicht gewesen, wenn sie schneller gedreht hätte, und zwar in sich selbst gedreht hätte. Dann wäre sie ja nicht so faul, dann wäre sie ja nicht so tranig, dann wäre sie ja nicht so, ach nee, Leute, ich will nicht. Wenn es dir gerade so geht, dass du sagst, ach nee, ich will nicht, ich habe wirklich keine Lust. Ich mag jetzt nicht joggen gehen, ich will nicht raus, es ist sowieso so schlechtes Wetter draußen. Wer will das denn schon? Man trimmt dich gerade, will ich auch nicht. Ja, dann lass es bleiben, aber Hauptsache, du drehst den Kopf schneller.
Hopp, deine Gedanken, die müssen schnell drehen und nicht immer am Alten festhalten. Aber oft ist es so, dass sich das Alte immer noch festhält. Du guckst da sofort hin. Nee, nein. Ich nehme es, soweit es möglich ist, nicht zur Kenntnis. Du steuerst, so gut es geht, daran vorbei. Und noch viel weniger fängst du an, irgendetwas zu lieben, von dem du ganz genau weißt, dass es dir überhaupt nicht gut getan hat. Mir hat also eigentlich niemand in meinem Leben mir sehr gut getan. Das ging auch gar nicht. Entweder war meine Drehgeschwindigkeit noch gar nicht so schnell, dass ich das überhaupt mitbekommen hätte können, oder aber die waren noch viel langsamer und verführten oder brachten mich dazu, meine eigene Drehgeschwindigkeit auf diese einzustellen, was mir prompt eine Menge Probleme beschert hatte. Zugestanden werden muss ihnen, dass sie das nicht absichtlich taten. Sie wussten es ja nicht, sie sahen es ja nicht. Trotzdem gibt es ein Sprichwort, und vor dem, das sollten wir gut kennen. Misery is looking for company. Übersetzt so viel wie die, die im Mist sitzen, bleiben ungern alleine. Es macht mehr Spaß, gemeinsam gegen etwas anzuprotestieren. Davon profitieren im Augenblick nicht gerade wenige. Davon profitiert die Politik, davon profitieren die Parteien, davon profitieren die Organisationen, davon profitieren die Selbsthilfegruppen, davon profitiert einfach hier alles. Jeder. Alle suchen sich irgendwie nach Möglichkeiten eine Gefährtschaft, die sie in irgendeiner Weise, mit denen sie dann zusammen sind, so gemeinsam sind wir stark und dann machen wir mal alles kaputt. Ja, aber sie bauen nichts auf. Wir wissen, wir kennen die Heldensagen. Und in der Regel beginnt das damit, dass der künftige Held, der noch gar nicht weiß, dass er der künftige Held sein wird, aber der macht sich schon mal bereit dafür und sucht sich seine Reisegefährten. Frodo Beutlin, Harry Potter, Luke Skywalker, Moses und so weiter. Jesus Christus suchte seine Apostel und so weiter. Mir ist nur eine einzige Geschichte bekannt, wo die Heldin der Geschichte sich keine Weggefährten suchte. Ich meine Alice im Wunderland. Die ist ganz alleine. Die hat zwar so Gefährten, sie begegnet so einem das Kaninchen, sie begegnet der Raupe mit der Pfeife und dem Hutmacher und was hat sie denn noch alles? Dann hat sie die Königin, die immer so rumschreit, Kopf runter mit ihrem Kopf. Das Vorbild muss wohl Königin Victoria gewesen sein. In der Zeit anstand die Geschichte ja wohl auch. Aber Alice im Wunderland blieb immer alleine irgendwie. Sie sah das alles und machte sich da so ihren eigenen Reim drauf. Auch wenn die Herzogin mit ihr spricht und sowas, immer rotiert das in ihrem eigenen Kopf. Und der schlagende Satz kam am Ende der Geschichte. Sie war bei der Gerichtsverhandlung dabei, wer hat die Torten gestohlen? Und dann wurde also ja auch Protokoll geführt und das alles war natürlich absurd. Dafür war es ja auch eine Märchengeschichte. Und dann wurde sie gefragt, wer die Torten gestohlen hätte. Und jetzt sagte Alice folgenden Satz und den merkte gut. Woher soll ich das wissen? Und was geht mich das alles an? Und dann zerfielen die Karten alle in einen Stapel wieder zurück. Und die Geschichte war auch so gut wie zu Ende. Eben. Das ist bei dir das Gleiche. Wenn dich jemand etwas fragt, nach dem Motto, guck doch mal genau hin, was du siehst, denn nicht, was das alles für ein Problem ist und wo dazu alles herkommt. Da sagst du nur, wieso? Was geht mich das alles an? Wo das Elend der Welt herkommt, weißt du, und so weiter und so fort. Und guck, weißt du, wer da die Schuldigen sind? Woher soll ich das wissen? Und was geht mich das alles an? Bei einer sehr schnellen Drehzahl kannst du dir so eine Antwort erlauben. Oh, du hast sofort eine schnelle Drehzahl, wenn du das willst. Und sagst dir, natürlich, ich drehe doch schneller, meine Gedanken kreisen doch. Die kreisen immer um mich selbst. Ich kreise und kreise und kreise und schmeiß alles raus, mit aller Vehemenz, was ich hier nicht haben will. Weißt du, wenn so etwas führt? Was soll ich das wissen? Was geht mich das alles an? Mit einer schnellen Drehgeschwindigkeit passiert dir gar nichts.
Es ist nur so, dass es manchmal noch im Kopf ein wenig hämmert und manchmal tut es auch noch weh. Es ist nicht so, es ist am Anfang nicht so. Sagen wir mal so, es ist am Anfang nicht so schön, wie es später mal, also es sieht nicht so schön aus, wie es später mal wird. Es muss später, es wird später werden, und zwar deshalb, weil wir jetzt erstmal den ganzen Krempel wieder wegräumen. Aber es ist so mühselig, alles wegzuräumen. Es ist so mühselig, mit allen zu verhandeln. Es ist so mühselig, das alles zu tun. Und das alles wieder aufzuräumen. Aber wozu denn? Dreh doch schneller. Was dich stört und du kannst wegräumen, tust. Wenn du das noch nicht wegräumen kannst, ja, dann bleibt es eben da. Hauptsache, du drehst schneller. Und wenn etwas da wie so ein Mahnmal steht, ja, dann erinnert es sich eben daran, dass du schneller drehst. Du musst schneller drehen, weil das Drehen das A und O im Leben ist. Das Leben hat nie ein Ziel. Nie. Das einzige Ziel, was wir haben, ist ein besseres Leben. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Dann wäre es das Ziel, schneller zu drehen, und zwar inwendig. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Begründer der Christenheit, Jesus, nämlich gesagt, das Reich Gottes, das hatte man ja damals noch so im Vokabular, kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern es kommt inwendig. Ja, in dem Augenblick, wo du schneller drehst, schneller drehst, schneller drehst, kommt es auch inwendig. Das heißt, du machst dich bereit, du machst dich reif dafür, für etwas, was längst da ist. Die Tatsache, dass du das, was noch nicht, das, was toll ist, noch nicht in deinem Leben hast oder nur so mit ganz wunden Füßen hast, liegt daran, dass deine Drehgeschwindigkeit gerade dabei ist, sich aufzudrehen und eine Menge Sachen verlassen muss, was uns jemals daran gehindert hat. Tja, jetzt beißt sich das aber mit einem Satz, den wir aus der Bibel kennen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Da frage ich sofort, wieso? Was haben die mir denn erzählt, was in irgendeiner Weise mir bei einer schnellen Drehung helfen würde? Oder was wurde euch denn unisono so gesagt, was euch zu einer schnelleren Drehung verhelfen würde? Zunächst einmal kommt ein ganzer Katalog von, du sollst dies und du sollst das. Du musst dich ja auch um die Armen kümmern, du musst ja auch mal daran denken, dass du nicht alleine lebst. Und du musst doch alle Menschen mögen, alle Menschen lieben, hab ein offenes Herz für alle. Dieses offene Herz für alle hat uns genau diese Probleme beschert. Im Grunde genommen haben wir uns lange Zeit für blöd verkaufen lassen. Ich gestehe allen zu, dass sie nicht wussten, was sie taten. Aber dass sie es nicht wussten, was sie taten oder was sie damit angerichtet haben, ist ja nun kein Freibrief, dass wir deshalb uns genauso bekloppt verhalten. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass Menschen es gut meinen. Ja, sie meinen es gut. Sie bemühen sich sehr. Leider haben diese Bemühungen keinen Erfolg. Weil jemand, der eine langsame Drehgeschwindigkeit hat, darauf angewiesen ist, dass alles, was ihn umgibt, ebenfalls eine niedrige Drehgeschwindigkeit hat. Ein Professor, ein Lehrer, ein Doktor, tralala, ist darauf angewiesen, dass die Menschen, die zu ihm kommen, sehr langsam in ihren Gedanken drehen. Und sich mit Klauen und Zähnen an ein Problem festhalten. Und das ist jetzt für einen Arzt jetzt blöd. In dem Augenblick nämlich, wo seine Patienten feststellen, ich kann auch schneller drehen. Ja, dann müssen sie damit, dann drehen sie schneller, dreh schneller, dreh schneller. Und deine Gedanken kleben nicht mehr an der Krankheit, sondern sorgen für eine andere Plattform. Und jetzt ist die Krankheit nicht mehr zu halten. Oh, ja, das ist manchmal noch viel Arbeit, das gebe ich zu. Am Anfang. Später nicht mehr. Vor allen Dingen, weil du später auch mit einem berechtigten Gusto, mit einer berechtigten Kraft sagst, das von früher, ja, bleib mir damit vom Leib. Meine einer dreht schneller. Ich drehe immer schneller. Schneller und schneller und schneller. Immer schneller. Weil ich keine große Lust habe, so langsam zu drehen, dass ich die ganze Pampe erlebe. Ich wollte ja auch nicht rein, ich wollte raus.
Das mögen aber viele nicht gerne hören. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie sich irgendetwas als Credo auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wir müssen doch dagegen vorgehen, wir müssen doch dagegen vorgehen. Dann dreh dich da raus. Es ist ein heißes Eisen gewesen, den Arabern und Arabern, Juden, Türken, Italienern, Amerikanern, Franzosen, Chinesen, tralala, Russen, Ukrainern zu sagen, hört endlich auf, aus allem ein Problem zu machen, dreht euch da sofort raus. Nikolausi, dreh schneller. Inwendig, dreh schneller. Bevor du ein Problem hast, bevor du dich daran aufgeilst oder aufreibst, dich abarbeitest an irgendwas, dreh schneller. Das setzt dich in eine unbedingte Freiheit, nicht mehr das für wahr zu halten, was alle anderen dir vorher mal erzählt haben, was du für wahr halten sollst. Warum sollst du etwas für wahr halten, wenn es doch nur Probleme gibt? Viele fürchten, dass, ja, aber was ist denn dann, wenn auf einmal alle so gerne, wenn wir alle so ganz zufrieden sind, wo ist denn da noch das ganz große Schlachtfeld oder was haben wir denn da noch zu tun? Deine Drehgeschwindigkeit zu behalten, dein Licht zu erhellen. Und das geht nun mal in einem angenehmen Ambiente besser als ohne. Ist aber logisch, dass du dich leichter mit deinem, dass deine Drehgeschwindigkeit leichter, schneller dreht, als wenn du andere Probleme hast. Das siehst du auch wohl auf der Hand. Ja, und ich denke mal, dass wir das mittlerweile gut verstehen. Oh, das verstehen wir. Das Hemd ist uns näher als die Jacke. Außerdem sind wir maßlose Egoisten geworden. Hoffe ich doch. Das will nämlich bedeuten, dass du so sehr auf dein eigenes Verhalten achtest, dass du nichts mehr akzeptieren musst, was dir nicht passt. Du musst keinen anderen dafür anschnauzen, das ist richtig. Du ziehst niemanden mehr vor den Kaddi oder sagst, ich werde dich erstmal verklagen. Warum das denn? Das war die größte Hürde. Das war die größte Hürde, die wir je zu überwinden hatten. Zu verstehen, dass wir niemanden haben, den wir für unser Unglück verantwortlich machen können. Und wenn es noch so deutlich ist, dass irgendjemand etwas getan hat. Was irgendjemand getan hat, ist gar nicht wichtig. Ist überhaupt nicht wichtig, ist es. Gar nicht. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig war nur, warum du eine Drehgeschwindigkeit hattest, oder ja, du eine Drehgeschwindigkeit hattest, dass du praktisch in dessen Nähe standst. Denn um dieses Unrecht zu erleben, was du hier so beklagst, oder was die Menschen hier so beklagen, müssen sie praktisch daneben stehen. In anderen Worten, ihre Drehgeschwindigkeit stimmt mit dem überein. Ja, aber nun gibt es jemanden, der deine Drehgeschwindigkeit modellieren kann. Nur du. Du stehst auf dem Gaspedal. Du hast den Fuß auf dem Gaspedal, nicht die anderen. Du hast sogar vielleicht mal jemanden gebeten, mal kurz das Steuerrad zu halten. Das habe ich schon mal in einem Film gesehen. Da ging es um irgendwas. Und dann sagte jemand, hier, halt mal kurz das Steuerrad. Lenke du mal eben. Ich muss hier das und das nachgucken. Oder irgendwie sowas war es. Aber sein Fuß stand auf dem Gaspedal. Und deiner auf deinem. Dass das am Anfang noch höllische Kopfschmerzen gibt. Und dass das am Anfang, oh nee, muss das denn jetzt sein? Ja. Ja, sonst wäre es ja nicht passiert. Und ich muss dazu sagen, dass meine Laune eigentlich immer besser wird. Also ich hatte es vor ein paar Tagen, also gestern Abend noch, da fing ich ja oft so an zu kichern, das war unglaublich. Also man fing dann nur noch an zu hat der schon wieder. Und dann kam heute mal etwas Größeres, also das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich drehe doch hier schneller. Und ich drehe schneller, ich drehe schneller, ich drehe schneller. Und ich will es. Und dann war das nach einer kurzen Zeit auch doch wieder in einer Reihe. Noch nicht ganz perfekt, aber es kommt perfekt dahin. Und wie? Und dann kämpfe ich noch gegen eine unmissverständliche Anzeige an. Das ist mein eigener Körper. Hey, wie der noch die alten Sachen feiert. Na, aber nicht mit mir. Ich drehe schneller.
Ich befinde mich im Zweikampf zwischen mir und meinem Körper. Ich drehe schneller. Das ist eine wunderbare Erfahrung, weil du auf einmal deine eigene Souveränität erkennst. Und das meiste, und eigentlich jedes Unglück, ganz egal was es ist, das wirklich Ärgerliche daran ist immer, dass wir uns hilflos fühlten. Wir waren ohnmächtig im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten keine Macht. Wir konnten uns nicht dagegen wehren. Dann mussten wir uns an irgendwelche Figuren wenden, die dann doch mal für uns das Recht ergreifen oder was weiß ich, für unser Recht kämpfen. Eine Fernsehsendung hieß so: Der und der kämpft für dein Recht. Sag mal, hast du sie noch alle? Wieso kämpft der für dein Recht? Du hast den Fuß auf dem Gaspedal. Das Echo antwortet auf alle Fragen: Ich. Wer wird freier? Ich. Wer wird leichter? Ich. Wer wird schöner? Ich. Wer hat immer mehr gute Laune? Ich. Wer lacht sich über solche Sachen halt tot? Ich. Wer lässt sich hier nicht mehr beirren, von seiner eigenen Drehgeschwindigkeit sich ablenken? Ich. Das Echo antwortet auf alle Fragen: Ich. Und die Fragen stellst du doch, oder nicht? Du hättest doch Fragen ans Leben. Gut, dreh schneller. Dann bekommst du die Antworten frei, gerade so ein Frank-Kunz-Haus. Und ich bin ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass sich über 660 Menschen auf genau diesem Weg befinden. Und dass sie auch gut nachvollziehen können, was ich auch, warum ich das hier mache, warum ich mich immer wieder zu Wort melde. Ich bin nicht hier, um euch alle zu bekehren. Und ich bin auch nicht hier, um euch alle zu belehren. Ich gebe es nur weiter, so wie ich es kann. Und ich weiß, es fruchtet. Oh ja, das fruchtet. Das wirkt. Das erste Mal in unserem Leben haben wir endlich einmal das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, auf einmal wissen wir, dass wir alles ändern können in unserem eigenen Leben. Na, wenn das nichts ist. Und es hängt von niemandem ab, außer von uns selbst. Wir sind diejenigen, die frei werden. Und wir brauchen uns über niemanden mehr zu erheben. Wir brauchen uns über niemanden mehr zu beklagen, zu beschweren. Uns über niemanden mehr die Hände schmutzig zu machen. Das habe ich vor ein paar Tagen noch gemacht, bis vor ein paar Tagen noch gemacht. Da fing ich an, mich über irgendwelche Polit-Talks oder was aufzuregen. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Wir waren nur so hilflos am Anfang. Wir wussten nicht, wie es geht. Jetzt wissen wir es. Und jetzt merken wir auch, der Anfang sucht das Ende auf. Wir begannen unser Leben mit einem ungeheuren Startkapital. Wir begannen unser Leben, also unsere Abfolge von unserem Leben, es gibt dann wirklich hunderte Inkarnationen, da hatten wir am Anfang eine hohe Drehzahl und versemmelten sie immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und bürdeten dann anderen unsere Schwierigkeiten auf und belasteten uns noch mehr. Und prompt kam das Ganze wieder zurück. Und dann wird es noch schlimmer. Und jetzt endlich begreifen wir. Die Bilder aus dem Weltraum zeigen es uns immer. Im Supermarkt, ich sehe immer nur Energieströme, die entweder langsam oder schnell drehen. Na, dann sorgen wir doch mal dafür, dass wir schneller drehen in uns. Das ist vollkommen richtig, was eine gesagt hatte. Unsere Gedanken drehen, unsere Gedanken bewegen sich und das reicht. Denn unsere Gedanken werden so schnell, dass sie unseren Körper mitreißen. Unser Körper ist immerhin lebendig gewordene Energie und Energie in Bewegung. Ja, aber der Motor, das ist unser Denken. Und wir haben den Fuß auf dem Gaspedal, nicht die anderen. Bei uns selbst nicht. Etwas merkwürdig gewesen, etwas spooky gewesen, dass wir offenkundig den anderen nicht verändern können. Das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das ist niemandem erlaubt. Freier Wille, von dem die meisten behaupten, wir hätten keinen. Ich sage dir, wir haben einen. Und zwar der Wille, entweder drehe ich schneller und komme aus dem ganzen Mist raus. Oder ich drehe langsam und lasse mich auf den ganzen Scheiß ein. Da liegt es doch wohl auf der Hand, was wir dann tun. Auf deiner. Du musst es, du musst nichts.
Du musst deine Drehgeschwindigkeit nicht erhöhen, aber da musst du damit rechnen, dass du immer mehr Schwierigkeiten bekommst. Weil eine langsame Drehgeschwindigkeit nun mal etwas sehr Schlechtes zur Folge hat. Ob der jetzt die Bibel liest, oder den Koran liest, oder was das ist, oder das BGB liest, oder was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, du weißt, dass du Ärger bekommst, wenn du eine langsame Drehgeschwindigkeit hast. Du kannst es vorübergehend vielleicht anderen aufbürden. Vielleicht. Möglicherweise bist du in so einer Position. Dass du noch sagst, ach Gott, wieso? Ich habe da ja meine Lakaien und dann drücke ich denen das alles so in den Magen. Geht dir auch. Ja, das geht. Oh ja, das geht eine ganze Weile gut. Oh ja. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass einige Menschen nur deshalb so viel Arbeit abnehmen, weil sie genau wissen, dass sie damit einen künftigen Lakaien an sich heranziehen? Denn wenn du, und oh, ich werde auf deinem Wink hier nicht rasten und nicht ruhen, sagte Mephisto zu Faust. Aber wenn wir uns drüben wiederfinden, sollst du mir das Gleiche tun. Wenn du schneller drehst, machst du dich auf den Weg in ein anderes Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein. Im Grunde genommen ist es dein Bewusstsein, was dich andauernd dreht. Dreht und dreht und dreht, bis dir ein besseres Bewusstsein bekommt. Du kannst es mir nicht übel nehmen, dass ich andauernd von einem Bewusstsein und andauernd von Drehgeschwindigkeit und von Drehen spreche. Darum geht es doch. Die Drehgeschwindigkeit hält ein System zusammen. Früher sagte ich Schwingungen. Dann sagte ich Licht. Je heller dein Licht ist, desto besser ist es. Logischerweise, weil das Licht natürlich nur deshalb so strahlend weiß ist, weil deine Drehgeschwindigkeit hoch ist. Und weil ich gerade etwas Ärger hatte, dachte ich, wahrscheinlich gibt es einige andere, die das auch gerade hatten. Und dann braucht man wahrscheinlich mal so eine kleine Vitaminspritze oder so einen kleinen Aufmunterer. Und dafür sind meine Videos auch gedacht. Ich habe nicht vor, irgendjemanden mit einem völlig verzweifelt zurückzulassen, aber ich habe auch nicht vor, sie alle Huckepack zu nehmen. Sondern ich sage dir, komm, dreh schneller und du kannst wunderbar durchs Leben kommen. Einige Ärgerlichkeiten sind noch drin, kann passieren sowas, ist aber auch nicht so wichtig. Die Ärgerlichkeiten, die mal passieren können, sind nicht wichtig, das ist korrekt, die sind völlig wurscht. Aber dass es noch Anzeige gibt für etwas, was noch nicht in Ordnung ist, das muss korrigiert werden. Und das kannst du durch deine schnellere Drehung ja erreichen. Warum das so wenige Menschen wissen wollen? Vielleicht hat es jemand irritiert, als ich sagte, es interessiert nicht, was in der Bibel steht. Es interessiert auch nicht, was im Koran steht. Das scheint jemand sehr verärgert zu haben. Nein. Nein, wir wollen erst einmal aufrechnen, was man früher den Juden angetan hat und was man früher den und den angetan hat. Ach, schreib mir eine Karte, wenn ihr beim Urknall angekommen seid. Dieses alberne Aufrechnen, dann hat der gesagt, dann hast du gesagt, dann habe ich gesagt, ist doch vollkommen unsinnig. Und bitte tut euch einen Gefallen. Erhöht eure Drehgeschwindigkeit, bevor ihr mit irgendjemandem, sagen wir mal, ein Ehepaar, will sich scheiden lassen oder irgendwie so etwas. Dann setzt euch erstmal hin und erhöht eure Drehgeschwindigkeit. Und dann könnt ihr ja sehen, wenn ihr dann immer noch nicht zusammenbleiben wollt, was ja auch verständlich ist, ich meine, man kann nicht zig Jahre lang an einem und denselben Menschen kleben. Das funktioniert im 19. Jahrhundert oder manchmal auch im 20. Jahrhundert, aber ich denke, heute sollte man sich ein bisschen, naja, man muss sich schon überlegen, dass alles eine Entwicklung ist. Und dann überlegt euch, wie ihr euch am besten trennen könnt, damit das Ganze so schmerzlos und so auch so preiswert über die Bühne geht. Wenn ihr euch da nämlich richtig festbeißt, dann sind eure Anwälte auf Jahre darüber hinaus beschäftigt, wirklich jeden Teller und jede Tasse auseinander zu dividieren. Das ist für ein Unsinn. Es gibt keine Enttäuschung im Leben. Es gibt nur eine gewisse Entzauberung, dass man nicht mehr unter dem Eindruck steht, unter dem man damals gestanden hat. Ich hatte wirklich tolle Freunde, tolle Gefährten. Es gab wirklich einige, die waren richtig klasse. Aber heute würde es einfach nicht mehr zusammenpassen. Ja, nur weil jeder sich entwickelt hat.
Jeder hat eine höhere Drehzahl. Ja, dann einige Sachen stimmen nochmal nicht mehr überein. Kann man nicht immer noch wie so ein Konfirmand da meinen Katechismus da durchblättern oder sowas. Das ist aber nicht albern. Auf dein Wort muss wirklich Verlass sein. Übrigens steht etwas in der Bibel, deine Worte sind ja süß wie Honig sein. Das sind deine. Deine Worte sind süß wie Honig sein. Ich drehe schneller, ich bin Licht, ich bin frei, ich bin glücklich, ich drehe so schnell, ich habe einfach eine wunderbare Lebensweg und alles. Ich bin von allen Belastungen hier freigesprochen, weil ich mich freigesprochen habe. Dann lass es doch süß für Honig sein. Noch süßer, noch besser und wirkungsvoller. Wenn ich es nämlich immer nur irgendwo lese, dann passiert gar nichts. Wenn ich es aber sage und denke und weiß, dass es durch mich selber kommt, ja, dann ändert sich aber eine ganze Menge in deinem Leben und es wird besser. Früher hieß es, ein Gebet hilft, wenn sonst nichts mehr hilft. Ja, ich sage dir, eine schnelle Drehung hilft, wenn sonst nichts mehr hilft. Und ehrlich gesagt ist es auch das Einzige, was hilft. Alles andere sorgt nur dafür, dass du im alten Mist stecken bleibst. Das ist eine ziemlich radikale Ansicht des Lebens. Sehr radikal. Ich habe sicherlich einige harte Lehren hier durch mich und hinter mich gebracht. Für mich war das ganze Leben hier eine gewaltige, harte Lehre. Weiß Gott. Aber sie bewirkte, dass aus mir ein klar denkender Mensch wurde. Das könnte man jetzt zu jedem sagen, der das schon einmal gehört hat. Das Leben hat manchmal wirklich fiese und auch wirklich heftige Lebensstationen. Und das ist uns wirklich eine harte, harte Lehre. In der wir manchmal fast zerbrochen sind, aber nur fast. Aber auch diese harten Lehren bewirken, dass aus uns klar denkende Menschen werden. Und das ist nicht hoch genug zu loben, in den Himmel zu heben. Was natürlich dann prompt zur Folge hat, dass du aus diesem ganzen Mist heraus bist. Also sind nur noch ein paar Geburtswehen. So ein paar, so das letzte bisschen hier noch. Ach, fort mit Schaden. Wie wäre es fort mit einer schnellen Drehung? Dann hat ja keiner mehr irgendwas zu befürchten. Und wir können alle froh und frei unsere Wege weitergehen. Und keiner muss jemandem anderen noch ein Bein stellen. Na, dann versuchen wir es auch mal so rum. Ich danke fürs Zuhören. Alles Gute.